Und damit recht herzlich willkommen zurück, Leute. So, die Lage ist aussichtslos. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ich sehe jetzt zu, dass wir den Plan, den wir uns in der letzten Folge gemacht haben, dass wir den umsetzen können. Toolkit finden wir hier anscheinend nicht. Das heißt, wir müssen aufbrechen. Ob wir wollen oder nicht. You think we should get rid of some of these infestations, maybe? Scheiße, ey. Das mit den Infektionsherden, das kann ein richtiges, das wird ein richtiges Problem werden, ey. Ach, daneben. Pfeife. So. Vor allem, da tingelt eine Horde bei euch vor der Haustür rum und ihr habt nichts Besseres zu tun, als die nicht... auszumerzen irgendwie. So. Hey, you. Let's see what we have here. Yeah, sure. Stimmt, die hatten ja nichts. Hey, irgendwie you're brauchen. Not dead. Sozialkompetenz. Good to see ya. Was kannst du? Angeln. Hey you, what's up? Und du? Malerei. Nice to have a friend visiting. Good to see you alive. Weißt du was? Wir nehmen dich hier. Ein bisschen mehr Manpower brauchen wir definitiv, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, willkommen im in unserem Verein. Like you to join our family. Genau, rennt da mal raus, scheucht die, Horde mal so richtig auf und dann ist gut. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich werde hier auf jeden Fall noch den. Hier ist auf jeden Fall noch Loot drin. So much for being discreet. Well, it's not really anything special. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ersatzteile. Rohrbombe. Und mehr ist hier auch nicht. Well, I don't hear anything lurking about. Wohl der letzte. Da, der letzte Container. It looks like this place is cleared out. Nice. Ne, mehr ist hier auch nicht. So, das heißt für uns, wir werden jetzt, ja. Hierhin. Zum Militäraußenposten. Werden den wahrscheinlich einnehmen. So unendlich weit, ey. Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, also wenn wirklich alle Stränge reißen. Nee, vergiss es. Können wir nicht mehr machen. So viel Einfluss haben wir ja nicht mal. Kriegsherr, ein Diebfang. Wir haben jetzt ganz andere Sorgen, glaube ich. Als uns jetzt darum auch noch zu kümmern. Wandernder Händler. Okay. Komm her. Vor allem müssen wir das Tageslicht jetzt hier noch ausnutzen. Oh, ein Toolkit, Leute. Oh, wir haben ein Toolkit gefunden. Scheiß die Wand an. Nice, nice, nice. Weg damit. Toolkit geschnappt. Oh, es soll noch Zeichen und Wunder geschehen. Ich flipp aus. Das heißt, wir können jetzt das Auto wieder ready machen. Ja.
air is making my eyes burn. Scheiße. Must be a plague heart nearby. Da läuft eine Horde direkt vor unserer Nase. Da gehen wir mal außen rum. Lauf, Mädel, lauf. Lauf, was das Zeug hält. Rüber hier. So, und jetzt müssen wir echt aufpassen. Verdammt vorsichtig fahren hier. Ja, ja. That's all I have. I have to slow down. Mädel, du läufst jetzt gefälligst hier, ey. Wenn du überleben willst, läufst du. So, reparier die Kiste, ey. Geil. Geil, geil, geil. So, steig ein. Und Abfahrt, würde ich sagen. Abfahrt. Bloß nicht unnötig Zombies jetzt hier mitnehmen. Wenn ich das gerne möchte. Puh, geil. Aber nichtsdestotrotz, wir werden nach wie vor an unserem Plan jetzt festhalten. Wir werden auf jeden Fall da zu diesem Militäraußenposten. So. Weiter geht's. Wo ist der Posten? Da. Shit. Wo ist das Schwein? Ja, komm, komm mit, komm mit. Komm, komm, komm. Komm, wir gehen ein Stück. Boah, Schwein gehabt, Alter. Oh, wenn wir da jetzt rüber gefahren wären. Wenn wir dermaßen gefickt. Okay. Scheint ruhig zu sein. So, jetzt schön sneaky. In der Hoffnung, dass wir hier... Scheiße, haben die mich gesehen? Ach du Kacke, Alter. Da ist ja alles voll. Nee, komm, wir machen das anders. Wir locken die. Wir locken die weg. Wir locken die weg. Fahren einen relativ großen Bogen. Ach du Scheiße, ein Juggernaut. Alter, übel, übel, übel. Hier sind wir. Komm her, Specky. Oh, der Dicke hat schlechte Laune. Iha. So, wie gesagt, fahren wir einen großen Bogen. Gucken, ob wir da noch Waffen rausziehen können. Oh Gott. Ja, vergiss es. Oh, kommen wir hier nicht hoch?
Oh Gott, ey. Mit einem Dings hier, mit einem Feral im Nacken, ey. Fährt sich das ganz besonders gut hier. Okay, okay, okay. Nerven bewahren, Ruhe bewahren. Verfickter Scheiß hier, ey. Oh, oh, eine Horde, eine Horde, eine Horde. Ey, wir kommen einfach nicht an den Loot daran, irgendwie. Habe ich gesagt, Gefühl. Meine Fahrkünste. So, jetzt aber. So, steig bitte aus. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier wenigstens ein paar Knarren rausziehen. So. Munition. I can't keep this up. So, jetzt ruhig. Ruhig hier rangehen an die Sache, ey. Bin schon wieder viel zu schnell, glaube ich. Ne, hier haben wir alles abgegrast. Okay. Munition ist ja schön und gut. Aber wir brauchen eben... Wir brauchen hier auch diverse Knarren. Schrotflintenmunition. Ja, definitely locked. Seems to be clear. Ja, ja, du, ist egal. Kind ist jetzt eh im Brunnen gefallen. This is going to be a good day. Mehr ist hier nicht. Ja, komm her, komm her. Oh, Schlampe, Alter. Da ist noch was. Machen wir hier einen Außenposten draus? Fragezeichen. 2000. Wie viel Einfluss brauchen wir für die hier? 1000 Einfluss. Das können wir vergessen mit der Base. Aber wir haben wieder... Da oben ist noch was drauf. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie wieder zu Einfluss kommen. Der Posten ist leer gelootet. So, steig ein. Bring das ganze Zeug jetzt mal nach Hause. Das heißt, das mit der Base muss erstmal warten. Erstmal. Und dann müssen wir uns irgendwie um unseren Einfluss kümmern. Alter, ey. Es ist elendig. Scheiß fucking Screamer. Halt die Fresse, ey. Das hört sich nach Horde an. Muss irgendwo eine Horde sein. Und die Sonne geht unter, Leute. Guckt euch mal dieses Ambiente hier an, ey. Ich find's geil. Ich find's einfach nur geil. Dann mit der Musik so im Hintergrund. Warte mal, haben wir nicht noch... Hier haben wir noch einen wandernden Händler. Fahren wir nach Hause und drehen dem allen möglichen Scheiß an. Ja. Idiot, Alter. So, weg hier, weg hier. Du auch, ey, du Stück Scheiße, ey. Der ist mir einfach zu nah an der Base dran, ne? Ey, Flachzange, hier sind wir. Jawoll! Ha! Verdammtes Stück Scheiße, ey. Ohne Mist, ey. Die machen nur Ärger.
Die machen wirklich nur Ärger, die Viecher, ey. Wenn die zu dritt auftauchen, hast du keine Chance. Das ist wirklich so. Bist doch verdammt müde, Mädel, ey. Dann muss das ein anderer übernehmen für dich. Ist wegen der niedrigen Moral frustriert, ey. Dann tauschen wir aber gleich mal. I'm sure glad to be home again. Tornado. Du bist ein Rekrut. Komm, wir spielen dich. Ja, ist frustriert. Kontrolle übernehmen. Netzwerkhändler. So, mal sehen, was können wir dem denn andrehen? Das auf jeden Fall. Was können wir dir andrehen? Das ganze Zeug hier auf jeden Fall. Hier sind noch Ersatzteile. Nimm mal das auch. Dass wir auf jeden Fall wieder Einfluss generieren können. Irgendwie Einfluss. Dass wir irgendwie an Einfluss kommen. Wie auch immer. Hier sind Chemikalien. Das würde auch noch gehen. Ich meine, die brauchen wir selber. Weiß ich. Aber letzten Endes... Gut, 9. Na, sagen wir mal 10. Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir zu dem hin. Können wir auch gleich mal da die Lage auskundschaften. Und dann sehen wir weiter. Dann ziehen wir um, würde ich sagen. Hoffentlich reicht das. Wir brauchen 1000 Einfluss. Tschüss. Hey there. Moinsen. Hello. I'm from a group called the Network. I'm hoping we can help each other out. Ja, das hoffe ich auch. Yeah, later. Handeln. Oh, ihr habt auf jeden Fall Stuff, was wir dringend brauchen. Oh, die haben sogar einen Netzwerksignalverstärker, haben die sogar bei. Ey. Eigentlich richtig geiles Zeug. Richtig geiles Zeug. Wie viel Einfluss haben wir jetzt generiert? Okay. Better than that. Benzin brauchen wir definitiv. Ersatzteile haben wir hier noch. Es reicht jetzt auf jeden Fall aus, um die Base einnehmen zu können. So, tank den Wagen auf. So, dann fahren wir zu unserem neuen Zuhause. Ich würde hier am liebsten auch einen Außenposten setzen, aber da, das wird nicht ganz funktionieren. Ich meine, wir hätten Strom, ja. Wow. Oh, nice. Ein Toolkit. Ein weiteres Toolkit. Alter, genau. Nice. Ihm schön das Segelblatt um die Ohren hier hauen. Oder obwohl, nee, Moment, ich warte noch. Ich verschwende das Toolkit jetzt mal nicht so. Wer weiß, wann wir das noch gebrauchen können. Wir nehmen jetzt die Base ein. So. Müssen hier echt vorsichtig fahren.
So, da wären wir. So, steig aus. So, zieh dem dicken Scheitel, ey. Zack. Runter mit der Rübe. So, und dann sehen wir weiter. Oh Gott. I'm slowing down. Oh, raus hier, ey. Zieh ihm einen Scheitel. Und den auch. Und den auch. Metzel, was das Zeug hält hier, ey. Ohne Scheiß. Es ist draußen. Oder? Ja, hier drinne. Auch tot. That's locked. Damn, too loud. Ein Spot noch, den müssen wir noch irgendwie finden. No, steig hier durch. Wo ist der? Hier? Zombies are close. Jawohl. So, und jetzt können wir die Base. Warum können wir die Base nicht einnehmen? Ach, ja, wegen den Zombies wahrscheinlich. Ja, komm mal rüber hier. That won't work. Denk nicht mal dran. Ey. Jetzt. Draußen. Ja. Puh. Auf Gedeih und Verderb. So, willkommen in unserem neuen Zuhause, Leute. Kannst du dich auch gleich mal. Ja. Zerlegen. Mehr Arbeitskräfte haben wir auch nicht. Wir haben hier eine Werkstatt drin. Das ist schon mal gut. Könnten wir auf jeden Fall Toolkits herstellen ohne Ende. Jawohl, das funktioniert auch mittlerweile. Nice. Nice, nice, nice. Gut. Ich denke, wir werden hier auch bleiben. Eine ganze Weile auf jeden Fall. Definitiv. So, unsere Lebensmittel sind, unsere Vorräte sind ziemlich, ja. Oh, a horde is moving to a ward imposence wise's house. Sie sind schön vermischt. Oh, hier ist hier so ein Juggernaut in der Nähe. Ist ja mal richtig nice. Wir müssen uns auf jeden Fall um Lebensmittel jetzt kümmern. So, wo ist unsere Karre? Ein Diebfang. Die Zurückgelassenen. Welche Horde? Ah, guck mal hier. Das meine ich nämlich. Die Horde, die setzt sich jetzt in Gang. Die ist auf dem Weg. Die wandert. So, aber nichtsdestotrotz. Wir müssen uns dringend um Lebensmittel kümmern. Weißt du was? Warte mal. Ein Dieb fangen. Und was ist mit dir? Inf
infiziert von euch ist keiner, das ist schon mal gut. Haben wir eine bessere Waffe für dich? Ja, definitiv. Nimm mal bitte die Bowie-Machete. So. Dann sehen wir zu, dass wir auf jeden Fall... dass wir Lebensmittel rankriegen. Hä? Da, ich wollte schon sagen. Be back in a bit. Lebensmittel würden wir hier auf jeden Fall noch rauskriegen. Tartanmarkt. Ja. Fahren wir dahin. Auf geht's. Hier vorne. Was ist hier vorne eigentlich? Toiletten. Okay. Und schon wieder ist es nachts. Schon wieder ist es Nacht, Leute, ey. Aber es muss ja erledigt werden. So. Es muss ja erledigt werden. Unsere Leute haben Hunger. Jetzt, da wir ja zu viert sind, haben wir ja noch ein Maul mehr zu stopfen. Im Munitionsladen, da ist nichts drin. Hat mich jetzt auch gewundert. Hier vorne. Steig aus. Wo ist er? Zack. So, schön vor. The number of infestations out there is making me nervous. Naja, ich merke das schon. Still some zeds in the vicinity. Ja, ich weiß. Oh Gott. Der Break brauchst du jetzt nicht. Wir haben jetzt hier kein KitKat, ey. Nichts. Wenn wir schon mal hier in der Gegend sind, können wir auch gleich, mehr ist hier nicht. Ach, hier. Können wir uns auch gleich mal auf den Loot, den wir hier gefunden haben. Dass wir den irgendwie rausziehen wieder. Denk nicht... Oh, die Karre qualmt. Ey, da ist so ein scheiß fucking Zombie auf der Motorhaube. Und die Karre, die fängt schon an zu rauchen, ey. Richtig gute Startvoraussetzung, das schon wieder hier. Hat man richtig Bock. Ohne Scheiß, da hast du richtig Lust. Oh Gott. Nee. No way. Hier irgendwo einen Spot finden, wo ich den Wagen abstellen kann. Wo war denn das Haus hier, das eine? Hier vorne. Ach, Moment. Okay, jetzt. Hier war auf jeden Fall noch Loot. Das weiß ich. Waren, Baumaterialien. Den Screamer, den machen wir gleich mal platt. Der steht mir hier... Der steht hier ziemlich ungünstig. Oder stand vielmehr. So, dann sehen wir zu. Machen wir das schön sneaky. Holen diesen Loot noch und dann würde ich sagen, dann beende ich den Part auch an der Stelle. Naja. Bloß keine Scheiße jetzt hier verzapfen.
Weil nachts hier in der Todeszone unterwegs zu sein, das ist, es ist doll. Da ist ein Bloater. Und jetzt bräuchte ich eine Armbrust. Das wär's, Leute, ey. Was sieht's eigentlich aus mit der Base? Bada Bada Base. Minus 4 Schlafplätze. Wir brauchen eine Werkstatt. Wir brauchen eine Krankenstation. Und Schlafplätze. Gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin.